Hey, yo Leute, ich bin Squarelife Happy, euer Auftragsgamer und willkommen zurück zu Fallout 3 und zwar sind wir hier bei Megatron. Ne, Megaton, wie hieß das nochmal? Ja. Okay, der verrät es uns nicht. Megaton, glaube ich, oder so. Megaton, und da gehen wir auch direkt mal rein. Aktuelles Ziel, im nahegelegenen Ort Megaton nach Informationen über Papa suchen. Woher wissen wir eigentlich, dass so ein Ort existiert? Oh, der kommt direkt auf uns zu. Wer bist du? Mein Name ist Lucas Sims. Bin der Sheriff der Stadt und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. Irgendwas sagt mir, dass sie okay sind. Willkommen in Megaton. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Das ist eine schöne Stadt, Sheriff. Freut mich, Sie kennenzulernen. Pff, schöner Hut. Pech, Mavi. Ja, es ist eine schöne Stadt. Sie sind freundlich und haben Manieren. Wir werden gut miteinander klarkommen. Sie behandeln die Leute gut und dürfen bleiben, solange sie wollen. Okay, Nachricht erhalten. Sie machen mir keine Angst. Freut mich, dass wir uns verstehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen für die Stadt. Reden wir über diese Bombe. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Erzählen Sie mir über Ihre Stadt. Nee, Vater. Ich habe nichts gesehen. Ich muss hier so viele Brände löschen, dass ich mir nicht jeden Besucher merken kann. Ich würde mich mal in der Stadt umhören. Okay, ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen. Kein Problem. Was brauchen Sie denn? Wo ist die nächste Klinik? Waffenhändler. Gibt es eine Bar in der Stadt? Ich brauche etwas Ausrüstung. Wo kann ich ein Bett mieten? Ausrüstung. Moira verkauft allen möglichen Kram in ihrem Geschäft, dem Craterside-Lagerraum. Raten Sie mal, wo der liegt. Neben dem Krater natürlich. Ha, der war schlecht. Ja, okay, können wir über was anderes reden? Gerne. Was? Blablabla, reden wir über diese Bombe. Was gibt's da zu reden? Glauben Sie nicht, dass jemand das Ding entschärfen sollte? Wer baut um eine Bombe bitte eine Stadt? Das ist doch Wahnsinn. Diese Stadt wurde nicht über Nacht erbaut. Megaton gibt es schon seit Jahrzehnten und es wächst immer noch weiter. Alles begann als kleine Siedlung von Leuten, die in Vault 101 rein wollten. Als sie abgelehnt wurden, blieben sie einfach hier. Einige begannen, das Ding wie einen Gott zu verehren. Jetzt haben wir eine ganze gottverdammte Kirche. Die sind übergeschnappt, klar, aber harmlos. Den meisten ist das scheißegal. Sie denken, wenn sie bisher nicht explodiert ist, wird sie es auch jetzt nicht mehr tun. Ich bin da anderer Meinung. Okay. Ich kann mich darum kümmern, die Bombe zu entschärfen. Was auch immer, ich habe sowieso nicht vor, länger zu bleiben. Würde diese Bombe explodieren, wäre die Welt viel geholfen. Oh, ich will mal die Bombe sehen. Ah, in Ordnung. Aber hören Sie, sehen Sie sich's erstmal an. Ganz unverbindlich. Wenn Sie den Auftrag ausführen, sind 100 Kronkorken für Sie drin. Nur 100? Ich fürchte, das ist nicht möglich. Wir schwimmen hier nicht gerade im Geld. Ich will kein Geld. Ich könnte es einfach nicht ertragen, Sie sterben zu sehen. 100 Kronkorken, okay, ich sehe es mir an. Nicht mein Problem. Viel Glück, Sheriff. Reden wir über etwas anderes. 100 Kronkorken. Geld ist Geld. Großartig. Dann tun Sie, was in Ihrer Macht steht. Aber seien Sie vorsichtig. Eine andere Hand wäscht die andere. Ich suche nach meinem Vater. Ich erinnere mich an einen Fremden, der hier durchkam. Hatte so einen speziellen Blick. So einen, den man bekommt, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Hat einige Zeit in der Kneipe verbracht. Sprechen Sie mal mit Moriarty. Aber Vorsicht, er ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Okay, gut, merke ich mir. Ich muss jetzt gehen. Und seien Sie vorsichtig bei der Bombe. Level 3! Bam, bam, bam. So, waffenlos. Sprache machen wir noch hier mal ein wenig auf 30. Kleine Waffen auf 20. Nahkampfwaffen 20. Medizin 20. 30. Sprengstoff? Nein. Energiewaffen? Auf jeden Fall. Will ich auch noch haben. Boots und schön ist. Willkommen auf Level 3. Oh, jetzt können wir wieder was aussuchen. Okay. Eieiei, da kann man wirklich sehr viel aussuchen später.
Ay caramba. So, aber erstmal ganz nach oben. Oh, jetzt muss ich wieder nach oben scrollen. Dieb. Heller Kopf. Mit jedem Rang des extra heller Kopf. Erfahrungspunkte weitere 10%. Okay. Level 2. Mit dem extra intensiven Training können Sie jedem beliebigen Ihrer Special Attribute einen einzelnen Punkt hinzufügen. Lady Killer. Nein. Little League Spieler. Waffenfreak. Wir davon besetzen, konventionelle Feuerwaffen zu benutzen und zu pflegen. Mit jedem weiteren Rang des extra Waffenfreak erhalten Sie weitere 5 Punkte für den Fertigkeit kleine Waffen und reparieren. Ja, ich bin ein Waffenfreak und das behalten wir. Ab geht's, willkommen im Megatron und wir gucken uns nochmal Megaton. Oh, ich vergesse es immer. Commons, Luxury Apartment, Sheriff, Saloon. Wir müssen zum Saloon. Hallo. Ah, ciao. Das ist nicht umsonst abgesperrt. Ja, okay, tut mir leid, sei doch nicht gleich so frech. Ich wollte doch nur mal gucken, ey. Sublease, Restrooms and Saloon. So, wir müssen in den Saloon. Alter, ist das alles aus dem Müll hier? Die Stadt ist... Naja, geht, so groß ist die auch nicht. Aber groß genug, damit ich mich verirre, ne? Ja, ich schätze mal, wir müssen hier lang. Was ist das? The Krater... Ah. Oh Mann, schade. Ich hab schon überlegt. Verschlossen. 50. Krass, was man hier alles für Fertigkeiten braucht. Oh, wo soll denn der Saloon sein? Ah. Klinik, Sublease, Armory. Ja, toll, jetzt steht der Saloon gar nicht mehr auf der Liste. Oh, bin ich jetzt schon vorbeigelatscht an ihm? Kann doch nicht sein. Ey, Mann, jetzt werden wir eine Stunde brauchen, um den Saloon zu finden. Ich muss... Ich gehe nochmal zu dem Schild... Oh, Schock. Nix gibt's. Was ist das hier? Wasseraufbereitungslage. Was ist denn das? Okay, ich glaube nicht, dass das der Saloon ist. Leer. Ja, gehört eh nicht mir, ne? Die Sachen, eigentlich. Hallo. Hi. Ah, Reinigungsmittelkarton. Hüttentür. Was ist denn das? Walter, okay. Walter hat eine Waffe an sich, darum am besten nicht mit ihm reden. Eichhörnchen am Stiel. Habe ich nicht so Hunger drauf, da können wir uns hinsetzen. Hallo. Ja, okay, ich habe schon verstanden. Muss ja nicht gleich so böse werden, Alter. Die sind ja alle böse drauf hier. Die wollen mich gar nicht in der Stadt, glaube ich. Wie bin ich jetzt hier runtergekommen? Was bist du jetzt? Nix ist los. Ciao. Alter, alle sind so frech. Und ich kann... Oh, ich kann den Kack-Saloon nicht finden. Jetzt sind wir wieder am Anfang, oder? Ja. So, Saloon nach da. Okay. Oh, kann ich irgendwie rennen oder so? Das nervt mich immer voll. Ich kann gar nicht rennen. So, wenn der Saloon in diese Richtung ist, ja. Ah, genau, hier gibt's noch eine Beschreibung. Saloon. Nach da. Okay, perfekt. Also gehen wir bis jetzt noch richtig, eigentlich. Okay. Hä. Was steht da dran? Was? Irgendwas mit Atom. Okay. Ich glaube, da ist die Bombe drin, ne? Ich gehe jetzt einfach... Was? Sie leiden an Bufut-Entzugserscheinungen. Ja, wesig. Habe ich zu viel Bufut in mich reingepumpt. Oh, wartet, Leute. Was ist denn das hier? Erstmal kurz gucken. Herrentoilette. Ne, muss ich gerade nicht. Können wir später mal machen. Aber dort hinten gibt es noch etwas. Saloon, wir haben dich gefunden. Halleluja. Da bist du. Hey, warum knacken? Lol. Oh. Oh. Toll. Zack, und wir sind drinne. Warum habe ich Karma verloren? Mach schon, du Schrottteil. Jeden Tag derselbe Mist. Gorb, ich sagte doch, dass es nicht das Radio ist. Terminal. Das Radiosender der Enklave ist okay. Oh, und schon wieder was aufbrechen. Aber das Signal von Galaxy News ist schlecht. Moment, ist das... Verdammt. Verdammte Scheiße.
Scheiße. Radio. Soll ich jetzt was bringen oder braucht hier jemand nur ein Okay. Wir wurden nicht bemerkt. Was ist denn das für einer? Ja, was zur Hölle ist denn? Willkommen in Moriartys Salon. Alter. Das sieht aus wie ein... Gerade als ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, freut mich wirklich, Sie kennenzulernen. Ich bin Mr. Burke. Und Sie? Naja, Sie sind kein Bewohner dieser fauligen Jauchegrube. Das lässt Ihren Marktwert steigen. Mr. Burke, nicht wahr? Nur weiter, ich bin entzückt. Ach so. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es. Wie Sie wollen. Ich suche jemanden ohne Wurzeln in Megaton und ohne Interesse an der Zukunft der Stadt. Megaton ist überflüssig. Der letzte Rest einer steinigen, verzweifelten Vergangenheit. Es muss weg. Und dafür sollen Sie sorgen. Nur zu, ich bin ganz Ohr. Die nicht detonierte Atombombe, die dieser Stadt ihren Namen gab, kann immer noch hochgehen. Man muss ihr nur einen kleinen Schubs geben. Ich habe eine Fusionsimpulsladung, die nur einem einzigen Zweck dient. Der Explosion dieser Bombe. Sie bringen die Ladung an der Bombe an, dann erhalten Sie die großzügige Bezahlung. Was meinen Sie? Ich will wissen, wie viel Bezahlung. Sims will, dass ich die Bombe entschärfe. Megaton steht unter meinem Schutz und jetzt gehen sie. Guter Mr. Burke, ich mach's. Megaton wird in Flammen aufgehen. Sie ticken ja nicht richtig. Na, wenn ich mehr Geld bekomme. Das war alles? Das beeindruckt mich leider gar nicht. Sims ist ein Idiot. Er ist stolz auf seine Position als Bürgermeister und Sheriff dieses Schrottplatzes. Hab Sims versprochen, sie zu entschärfen, aber für ein paar Kronkorken extra. Das war alles. Oh. Gut, sagen wir, ich helfe Ihnen. Was springt dafür für mich raus? Sie meinen, was Sie außer der Genugtuung bekommen, der Welt einen Gefallen getan zu haben, indem Sie diese abscheuliche Stadt ausradieren. Nun... Sie würden sehr großzügig belohnt werden. Mein Arbeitgeber ist nicht geizig. Wenn Sie Kronkorken und Luxus wollen, kein Problem. Ich will wissen, wie viel. Sie ticken ja nicht richtig, Burke, und ich soll Ihnen auch noch helfen? Das ist aber eine Enttäuschung. Wenn Sie Ihre Meinung noch ändern, das Angebot steht. Guten Tag. Wieder da, Haben Sie sich mein Angebot überlegt? Nein, ich wollte nur sagen, dass du dich verpissen sollst. Oh, verstehe. Ich wusste nicht, dass es in Megaton außer dem unerschrockenen Sheriff noch andere Wächter gibt. Gut, dann gehe ich mal besser. Sein, hier ist genau der richtige Ort. Ja, dann geh mal jetzt und... Hä, steh auf und weg hier oder ich knall dich ab. Nein, lieber nicht, sonst sind alle wieder gegen mich. Ansehen ist gratis. Alles andere kostet was. Oh ja. Wie viel kostet's denn? Ja. Ich suche meinen Vater, er ist in den besten Jahren, haben Sie ihn gesehen. Wie viel kostet dein Zimmer? Was hat das mit diesem Ghoul auf sich? Was muss ich denn machen, um dich zu buchen? Du musst dein Zimmer mieten. Dort kannst du schlafen oder nicht, ist mir egal. Ich werde sowieso bezahlt. Okay. Machst du Witze? Ah, du kommst wohl aus dieser Vault. Okay. Es ist der einzige freie Radiosender des Ödlands. Der Betreiber, Three Dog, scheint der einzige zu sein, dem das alles am Arsch vorbeigeht. Er redet ständig über den guten Kampf oder so. Ist aber besser als der Mist der anderen Sender. Okay. Ja, an den erinnere ich mich. Ich habe gesehen, wie er mit Moriarty gesprochen hat. Gut aussehende Männer wie diesen vergisst man nicht so schnell. Erspar mir das coole Getue und erzähl mir mehr. Oh, du magst es auf die harte Tour, ja? Tja, das kostet extra. Verschwinde. Such deinen Papa woanders.
Oh, bist du ein Arsch, Alter. Am besten würde ich alle abknallen. Moriarty, wo bist du? Was ist? Noch nie einen Ghoul gesehen? Nein, aber hässlich siehst du aus. Es hat einen guten Grund, dass abge... Colin Moriarty, zu Ihren Diensten. Willkommen im Moriartys. Meine Kneipe, mein Zuhause, mein kleines Stückchen Himmel in dieser verdammten Stadt. Wenn Sie die Kronkorken haben, sorge ich dafür, dass Sie Spaß haben. Setzen Sie sich, machen Sie sich's bequem. Ihre Sorgen sind jetzt Vergangenheit. Oh. Ich möchte einen Drink bestellen. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Was können Sie mir über Megaton? Was machen Sie hier? Was gibt's Neues in der Stadt? Ich muss jetzt gehen. Nein! Mein Gott, Sie sind's. Der kleine Junge ist erwachsen. Und immer noch irgendwie ein kleines, hartnäckiges Schlitzohr. Es ist lange her, Kleiner. Ach, der war da. Ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Wie, mein Vater und ich wurden in World 101 geboren. Hat Ihnen das Ihr Vater erzählt, dass Sie in diesem Loch geboren wurden? Dass auch er dort geboren wurde? Ja, ja, die Lügen, die wir unseren Lieben erzählen. Ihr Vater brachte Sie gleich nach Ihrer Geburt zur Vault, damit Sie sicher sind. Kann mich noch gut erinnern, denn Sie haben in meinem Saloon gelebt. Ja, Ihr Vater, sein Freund aus der Bruderschaft und Sie, der Säugling ohne Mutterbrust, stammen aus der Vault. Das mit Ihrer Mutter tut mir echt leid. Aber das Leben geht weiter. Papa hat gelogen. Das Leben ist voller kleiner Enttäuschungen. Und jetzt sind Sie erwachsen und fragen sich, wo er ist. Korrekt. Mein Vater hat mir erzählt, dass mir in der Vault einer... das ist Blödsinn und Sie wissen das. Falsch, mein Papa hätte mich niemals belogen. Sie sind ein Lügner, Rirati. Ich weiß, wo ich aufgewachsen bin. Ah, verstehe. Naja, ich habe von der Gehirnwäsche gehört, mit der da unten gearbeitet wird. Von einem Kerl, der vor 5 Jahren geflohen ist. Gegrüßt sei der Aufseher. Wir kommen in der Vault zur Welt und wir sterben in der Vault. Und der ganze Wahnsinn eben. Eine bessere Programmierung als unser Deputy World. Also schön aufpassen. Sowas wird schnell ausgenutzt. Okay. Sprache 32 war nur Spaß. Papa hat ständig von Ihnen gesprochen. Wo ist er denn? 32%? Ah, ich versuch's. Wenn jemand bei mir einen guten Eindruck hinterlässt, lege ich gern die Karten auf den Tisch. Ihr Papa war hier und jetzt ist er es nicht mehr. Und ich weiß, wo er hin ist. Aber Sie verlangen da Infos. Und Infos sind Handelsware. Und wie bei allen Handelswaren gibt es einen vernünftigen Marktpreis. Aber was ist vernünftig? Sagen wir 100 Kronkorken. Und Sie wissen, wo Papa ist. Ich habe keine 100. Na gut, Moriarty. Nein, danke. Ich finde das alleine heraus. In Ordnung. Dann haben wir uns wohl nichts mehr zu sagen. Kommen Sie wieder, wenn Sie genug Kronkorken haben. Dann können wir reden. Oh, ist das also ein Arsch. Okay, bekommst deine Geld, Alter. Nur durstig? Oder bereit, meine Gebühr zu bezahlen? Der liebe Papa wird sich nicht von selbst finden. Ja. Haben Sie Erinnerungslücken? Umsonst ist nur der Tod. Also schaffen Sie mal die 300 Kronkorken ran. Dann können wir reden. Was? 300? Sacken 100. Oh nein, Sie haben mein Angebot von 100 Kronkorken abgelehnt. Jetzt biete ich Ihnen ein neues Geschäft für 300 Kronkorken an. Aber was bringt es sich, um Banalitäten Gedanken zu machen, wenn die Sicherheit des eigenen Vaters auf dem Spiel steht? Ist das ein Arsch, Alter? Ich bin... Die Informationen über Ihren Vater müssen Ihnen ziemlich was wert sein. Sonst wären Sie nicht zurückgekommen. Oh Mann. Eine höhere Nachfrage zieht einen höheren Preis nach sich. Mein Angebot steht bei 300 Kronkorken. Ich habe keine 300. Dumm gelaufen für Sie, nicht wahr? Sie haben keine Kronkorken und ich habe keine Informationen. Enttäuschung allenthalben. Ja, ciao, Alter. DC ist ein gefährliches Pflaster. Diese Supermutanten können sehr gereizt reagieren. Was hat das jetzt damit zu tun? Verschlossen durch
Um dieses Thermal zu hacken, wird eine wissenschaftliche Fähigkeit von 50 benötigt. Krass, Alter. Oh Mann, ey. Moriarty sagt uns nichts, außer wir bezahlen ihn. Und ich habe keine Lust, 300 Kronkorken an... Was gibt's? Megaton. Ich möchte in Ruhe gehen. Ja, okay. Alter, wie die alle reagieren. So, und wir haben es auch wieder Tag langsam. Und ich würde da mal sagen, Leute, wir machen hier auch Schluss und sehen uns beim nächsten Mal. Nein! Nein! Oh, Glück. Oder... Waffen aus. Sehr schwer, 100 wird benötigt. Schade. Da würde ich mal gerne reingehen. Naja, okay, Leute. Ich glaube, wir machen an der Bar Schluss. Und schreibt nochmal in die Kommentare, ob ich ihm die 300 Kronkorken geben soll oder nicht. Hoffentlich ist das wichtig. Ich bin beschäftigt. Oh, jetzt... Geh weg. Was ist? Genau, vor der Bar machen wir Schluss. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ich bin's, PureLifeLP, euer Auftragsgamer.